Hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video von mir, dem Kaim von Young Gamer LP. Heute mit einem neuen Browser Games angespielt und heute mit Swords and Sandals 2, also Schwert und Sandalen 2. Das ist ein ziemlich billiges Spiel, so, ne? Kann man. Zwischendurch kann man das einmal spielen, aber dann ist auch gut. Am Anfang erstellt man sich halt mit so einem Charakter, so einem Gladiator. Oh. So. Haarfarbe. Sound nervt ein bisschen, so schwarz. Verstärker, etwas mehr, das heißt glaube ich Fertigkeit. Attacke ist auch ganz okay, Defense ist auch wichtig. Ist auch ganz wichtig, das ist nicht so wichtig, das ist etwas wichtiger. Defense will ich gut haben. Attacke will ich gut haben. Und Defense extra gut haben, so. Fertig. Also in dem Spiel ist man halt ein Gladiator. Muss sich erstmal hier freikämpfen. Aus dem Gefängnis. Könnt ihr alles lesen, was da oben steht. Und die Musik ist ein bisschen laut, bis gleich. Wieder da. Weiter geht's. Jo. Jetzt greifen wir mal den Typen an. Gehen mal immer näher. Man sieht halt hier die Energy für jedes... Also die... AP, die Attack Points. Also für jede Aktion kriegt man hier ein bisschen weniger immer. Und dann schauen wir mal von Weitem. Und haben direkt gewonnen mit einem Schlag, mit so einem kleinen Mini-Stück. So, jetzt sind wir frei. Man kann es wieder upgraden. Wenn man ein Level up hat, kann man upgraden. Ist eigentlich bei vielen Spielen so. Ah, fertig. Gladiator. So, Tag 1. Jetzt sind wir in dem Dorf und hier ist dieses Kolosseum-Ding. So ein Kolosseum-Ding, das da, da werden Kämpfe und Turniere ausgetragen. Waffenschmied. Rüstungsschmied. Ja, Rüstungverkauf. Kirche und Magic Shop. Wir entern mal die Arena, glaub. Obwohl, ne, wir gucken erstmal, ob man was kaufen kann schon. Ne, ich brauche Agility 3 für das billigste Schwert. Das können wir kaufen, aber ich habe viel zu wenig Geld. Oh, 2500, ne? Ja, Magic Shop. Ja, das auch ist zu teuer. Das kriegt man ja das erst später. Ich glaube, da machen wir einfach mal einen Kampf. Duell. Los. Rüber. Und er schießt, er hat schon einen Steinschleuder, so heißt das, ja. Genau, ich vergesse mal, wie das heißt. Oh, toll, er hat uns mit einem Schuss von der Steinschleuder direkt getötet und wir haben direkt verloren. Dann guck ich mal, ob ich das hier kaufen kann. Nein, hier war's, nein. Warum kann ich das nicht kaufen? Mino, kann gar nichts kaufen, soll ich denn dann gewinnen? Aber wenigstens ein Helm. Boah, das ist aber auch teuer. Dann ein Schild. Sind alle voll teuer. Dann kaufe ich Schulterschutz. Yeah. So, Schulterschutz. Ich hoffe, der bringt etwas. Enter die Arena. Duell. So, jetzt wieder nicht im Kolosseum, sondern in so einem Ding. Und zack. Geblockt. Quick. Jawohl. Man kann immer, wenn man nah dran ist. Ach, jetzt hab ich schon gewonnen. Jetzt konnte ich euch das gar nicht zeigen. Zwischen einer schnellen Attacke, einer normalen Attacke und einer harten Attacke auswählen. Stärke, Agility. Auf jeden Fall hoch und Defense hoch. So. Jetzt können wir uns, denke ich mal, auch hier eine Waffe kaufen. Jawohl. 3 bis 9 Damage. 4 bis 12. Das ist auf jeden Fall schon besser. Und 4 bis 16. Dann nehme ich mal die, aber die kostet zu viel. Toll. Dann versuche ich noch einen Kampf zu gewinnen. So, Duell. Oh mein Gott, der hat schon so ein Hammerschwert. Das muss ich jetzt mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Zack. Ich glaube, bei einem Schlag bin ich nämlich direkt tot. Jawohl. Oh, der hat auch schon eine gute Rüstung. Aber jetzt blocke ich ja alles. Jetzt habe ich verloren. Schade. Noch weniger Geld. Dann holen wir uns einfach mal das billige Schwert. Wie viel kostet das? Ja, das haben wir jetzt. So. Jetzt haben wir es. Leider, eher gesagt. Duell, wir müssen mal ein bisschen mehr Geld verdienen hier. Und ich schlafe mal, weil schlafen kriegt man hier mehr Energy. Kann den Typen auch anschreien, das bringt aber nicht so viel. Und sie so coole Moves machen. Zack. Zack. Jetzt habe ich ihm schon mehr abgezogen. Und er. Och ne, ist das scheiße. Wieder direkt verloren. Wieder Geld verloren. Jetzt müssen wir einfach so lange, glaube ich, spielen, bis wir mal gewinnen, weil ich kann eigentlich nichts machen, ne? Nichts kaufen. Anschreien, hier. Geblockt. Oh. Schlag.
Schlafen. Zug? Der auch. Zack. Der hat eine gute Rüstung. Jawohl, Critical Hit. Und da ist er tot und wir haben ein Level up. Gut. Das machen wir nochmal hoch. Defense, Attack. Und Vitalität. So. Wie viel Geld habe ich jetzt überhaupt? 1000 nur. Scheiße. Ich geh mal bei der... Boah, wie heißt das jetzt? Rüstungsschmiede hin und kauf mal hier was. Sowas. Ja. Bei Rüstung ist eigentlich schon ganz wichtig. Schienendinger. Ich mache hier die eher billigen Sachen. Boots. Ja, die besten Boots, die ich bis jetzt habe. Freigeschaltet habe. Und hier eine Hose. Ne, die Hose hole ich nicht. Ich gehe in den nächsten Kampf. Ach ne, ich kann jetzt nur noch zum Turnieren. Das mache ich nicht, weil dafür bin ich echt zu schlecht. Aber ich muss ja irgendwas machen. Damit der Tag umgeht. Dann muss ich das Turnier machen, glaube ich. Okay, es wird schwer. Das sind nämlich alle viel stärker als ich, glaube ich. Zack. Aber jetzt habe ich eine vernünftige Waffe. Das hatte ich schon vorher, keine Ahnung. Und eine bessere Rüstung. Jetzt hat er geblockt, das war nicht gut, normal. Ich bin eigentlich nie so ein Powerschlag, weil ich finde, der bringt es irgendwie nicht. Der klappt selten. Ich mache jetzt mal so lange, bis er klappt. Dreimal hintereinander hat bis jetzt nicht geklappt. So, nochmal ein Powerschlag. Das hat geklappt. Und ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den. Oh, scheiße, der blockt. Ziemlich gut. Aber ich habe noch mehr Health als der. Jawohl. Noch zwei Schläge, dann ist er tot, glaube ich. So, nein, nein. Das war jetzt dumm. Zack, noch ein Schlag, dann ist er tot. Vernünftigen. Oh, noch zwei. Jawohl, tot, sagen wir, das Herz rausgeschlagen, ach ja. Okay, nächstes gegen Leon the Gladiator, mit einem Auge. Der hat so eine super Waffe. Jetzt haben wir dem Kopfschmerzen gemacht, der hat das erste Mal mit einem Schrei Kopfschmerzen gemacht. Geblockt, nochmal. Quick. Nochmal. Nach dem ersten Turnier, denke ich mal, ist auch Ende mit dem Spiel, weil danach könnte ich es einfach selber spielen, würde ich sagen. Oh, und der macht mich gerade ein bisschen fertig hier. Wow, der hat schon Magie. Aber nach einem Schlag ist er tot. Quick. Jawohl. Geschafft. Gut. Ach ne, noch immer kein Level up. Jetzt gegen den Final-Typen John the Butcher. Ich hoffe, das wird was, weil der Ziel ist alles umsonst gemacht. Der hat eine Hammerrüstung. Scheiße. Und hat mir direkt richtig viel abgezogen. Meine Rüstung ist so gut wie weg. Junge, 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 der ist gut. Scheiße. Gegen den verliere ich auf jeden Fall. Schade, schade, sonst hätten wir das Browser Games angespielt mit einem schönen Sieg beenden können. Ich ziehe ihm noch immer nur Rüstung ab und ich bin schon fast tot. Zack, ich versuche mich zu entfernen. Aber nein, das bringt nichts. Ich bin jetzt tot, noch ein Schlag. Und zack, bin ich tot. Ähnlich verblutet. Ja, und jetzt habe ich auch verloren, ne? Es ist nicht immer so, dass man das Spiel verloren hat, wenn man stirbt, sondern ich glaube nur bei Turnier, wenn man stirbt. Und ihr könnt es ja gerne selber spielen. Link ist ja in der Beschreibung. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.